Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder ein Vlog. Ich dachte, ich erzähle euch einfach mal so ein bisschen was. Hatten wir jetzt schon länger nicht mehr und ihr habt jetzt auch so ein, zwei Wochen nicht wirklich was von mir gehört, außer mein letztes Video, das Haarvideo. Aber so anderthalb Wochen davor aber nicht. Und ja, das hatte unter anderem auch einen Grund, weil ich nicht so gerne vor die Kamera wollte in dieser Zeit. Und ich habe gestern in Instagram ein Foto von mir gepostet. Hatte ich auch schon länger nicht mehr in den letzten so zwei Wochen. Und ja, habe dann auch so gefragt, wem denn auffällt, was ich an mir verändert habe oder was ja so anders ist an mir. Und ja, den meisten ist es auch aufgefallen und dann sind auch so ein paar Fragen aufgetaucht. Und ich dachte, ich drehe einfach mal einen Vlog und berichte euch, was ich so gemacht habe und ja, ein paar Informationen darüber. Ihr habt es in der Überschrift oder im Titel ja bestimmt schon gesehen. Es geht um meinen Leberfleck, den ich hatte im Gesicht. Ihr kennt mich ja oder ja, die mich kennen aus meinen alten Videos, werden das ja kennen. Es war ja immer zu sehen. Ich werde euch vielleicht auch nochmal ein Bild jetzt einblenden für die, die nicht wissen, wie es oder wie ich vorher aussah. Und ich sage euch jetzt einfach mal, worum es ging. Ich hatte ja an dieser Stelle hier über der Lippe und neben der Nase, also so direkt hier sozusagen, ich zeige es euch auch gleich noch mal ein bisschen näher, hatte ich ein Muttermal oder Leberfleck. Der war sehr klein früher mal und ist jetzt halt einfach sehr gewachsen. Es haben mich auch einige gefragt, ob es so auch sowas wie eine Warze ist oder so, ist es aber nicht. Es ist zwar sehr dick und erhaben gewesen, aber nur weil es so arg gewachsen ist. Aber es war ein Muttermal, habe ich schon seit ich Kind bin. Damals war er aber wirklich, wie man so vom Körper kennt, ganz normal so ein kleiner Leberfleck oder Muttermal gewesen. Der war auch ganz flach und ganz klein. Und ja, über die letzten Jahre hinweg ist er halt einfach immer größer geworden in der Fläche und auch nach oben hin, also dass er so erhaben dann war und ist wirklich auch sehr dick geworden. Und das hat mich jetzt die letzte Zeit schon ein bisschen gestört. Und ich lasse ihn alle paar Jahre immer beim Hautarzt einfach mal nachchecken, ob alles in Ordnung ist damit oder ob er vielleicht sogar raus muss. Und jetzt war ich vor, ich glaube, 4, 5 Wochen oder so, war ich beim Hautarzt gewesen, habe ihn mal wieder checken lassen. Das letzte Mal war jetzt, glaube ich, 3 Jahre her. Und ja, er hat gesagt, er ist in Ordnung, also er muss nicht raus. Es ist ein ganz normaler Leberfleck, der halt auch leider halt wächst, aber er muss jetzt so medizinisch gesehen nicht entfernt werden. Das ist natürlich dann meine Entscheidung, ob ich den entfernen lassen will oder nicht. Und ich habe mich dann aber dafür entschieden, ihn entfernen zu lassen. Es war zwar schon erst eine ein bisschen schwierige Entscheidung, weil ich lebe ja nun mal damit schon mein Leben lang und er gehört ja dann auch schon zu mir. Und ist ja auch mitten im Gesicht, also jetzt woanders am Körper wäre mir die Entscheidung vielleicht sogar leichter gefallen. Aber so mitten im Gesicht, man sagt ja auch, sowas macht einem dann vielleicht aus oder ist dann sowas Spezielles. Deswegen habe ich dann ein bisschen länger überlegt, ob ich es wirklich mache, weil es ja dann doch meine Entscheidung war. Aber letztendlich habe ich mich dann dafür entschieden, aus verschiedenen Gründen. Und zwar einerseits, weil ich es selber langsam nicht mehr ganz so ästhetisch fand, weil er einfach immer dicker geworden ist und größer und es mich dann auch angefangen hat zu stören, so mitten im Gesicht. Und natürlich wollte ich auch nicht, dass er noch mehr wächst, weil ich wusste, irgendwann muss ich ihn dann entfernen lassen. Und desto größer er dann ist, ja, desto größer ist dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass eine Narbe entsteht oder falls eine Narbe entsteht, dass sie dann eben noch größer ist. Und ich wusste ja, irgendwann muss er raus und ich kenne ihn schon lange und weiß ja, dass er wächst und dass er auch in den nächsten Jahren jetzt noch gewachsen wäre. Und da es mich dann, wie gesagt, schon so ein bisschen gestört hat, dachte ich, mache ich das jetzt mal gleich und lasse den rausmachen und dann habe ich ihn weg und dann besteht auch nicht Gefahr, dass er größer wird. Oder es kann ja auch immer mal sein, dass sich sowas vielleicht umschwenkt und dann vielleicht doch mal bösartig wird oder so. Das wollte ich einfach auch nicht eingehen, die Gefahr.
Und ja, habe mich dann einfach informiert beim Hautarzt. Und es gibt natürlich verschiedene Methoden, das zu machen. Man kann ihn natürlich schneiden. Aber beim Schneiden, also er hätte es auch nicht geschnitten an dieser Stelle, aber sagen wir mal so allgemein, beim Schneiden ist es so, dass Schneiden eigentlich immer eine Narbe hinterlässt. Und das hätte er vor allem im Gesicht und hier nicht gemacht, weil er doch ja schon sehr groß war von der Fläche. Und es wäre vielleicht passiert, dass sich dann so ein bisschen die Lippe eventuell gehoben hätte, was man, das wollte ich auf gar keinen Fall, aber man kann es halt nicht ausschließen. Die versuchen das natürlich schon gut zu machen, aber das kann man nicht ausschließen. Und er hat dann gesagt, die einzige Möglichkeit, damit es wirklich auch schön aussieht, ist eben das Lasern. Das zahlt dann leider nicht die Krankenkasse. Das ist natürlich der einzige Nachteil gewesen. Ich fand aber, das hat sich jetzt im Rahmen gehalten. Ich habe jetzt zumindest bei meinem Hautarzt, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das so pauschal geregelt ist, ich habe bei meinem Hautarzt jetzt 100 € gezahlt. Und das war es mir aber einfach auch wert, weil ja, das ja einfach mitten im Gesicht ist. Also wenn ich den jetzt auf dem Rücken gehabt hätte oder sonst wo, hätte ich den vielleicht auch schneiden lassen, weil wenn du dann da so eine kleine Mininarbe hast, das finde ich jetzt dann nicht so schlimm. Aber im Gesicht ja, war es mir dann doch schon wichtig und dann habe ich die 100 € investiert. Ja, sehr gut, finde ich. Und ja, dann habe ich eben 2 Wochen danach einen Termin bekommen. Oder nee, 1 Woche später habe ich einen Termin bekommen. 2 Wochen ist das jetzt her. Und dann war ich dort und ja, das ging eigentlich ratzfatz, das ging schneller, wie ich gedacht habe. Ich habe kurz gewartet, bin rein, er hat mich nochmal dann drüber aufgeklärt, hat gesagt, dass auch natürlich hier sein kann, weil es ja doch sehr groß war, dass ja jetzt vielleicht keine Narbe, sondern er hat gesagt, vielleicht eine Hautveränderung übrig bleiben kann, sprich, dass es vielleicht doch noch ein bisschen dicker ist an der Stelle. Da könnte man dann aber gegebenenfalls nochmal nachlasern. Also wenn es nicht ganz flach sein sollte, weil die lasern ja erstmal nicht zu viel weg. Wenn aber später irgendwie dann noch Unebenheiten sein sollten, ich soll jetzt in 6 Wochen hin und dann checken wir das, dann kann nochmal nachgelasert werden. Das kostet mich dann nichts. Und da werde ich dann einfach mal schauen, weil ich will das im Gesicht wirklich dann auch perfekt oder zumindest so perfekt wie möglich haben. Und ja, wenn es dann so sein sollte, dann lasere ich nochmal nach. Und wenn nicht, dann nicht. Und dann hat er mich darüber aufgeklärt. Es kann auch sein, dass an der Stelle vielleicht die Haut ein bisschen heller ist, aber das würde mich jetzt auch nicht stören. Ich meine, ich schminke mich sowieso immer und das kann man abdecken. Und also im Gegensatz zu dem, was ich vorher hatte, steht es ja nicht im Vergleich. Und ja, dann habe ich mich hingelegt, dann habe ich eine Betäubung bekommen. Das war sehr, sehr unangenehm. Ich habe 2 Spritzen hier oben reinbekommen, direkt nebenhin. Das hat schon ziemlich wehgetan, obwohl ich kein Problem mit Spritzen habe und mir das eigentlich auch nicht wehtut. Aber da war es dann doch ziemlich unangenehm, da in die Lippe rein. Und ja, dann habe ich nichts mehr gespürt, aber ich habe es so mitbekommen, weil die sich ja auch unterhalten haben. Die haben den dann erstmal so ein bisschen mit der Klammer hochgezogen, dann haben sie ihn abgeschnitten. Das fand ich ja dann doch etwas eklig. Die Vorstellung, es hat auch ziemlich doll geblutet, das habe ich auch gemerkt, wie es ein bisschen runtergelaufen ist. Hat ziemlich doll geblutet, aber ich habe ja gar nichts gespürt, überhaupt nichts und auch nichts gesehen. Ich habe die Augen auch zugelassen und es war wirklich ratzfatz erledigt. Dann hatten die das abgeschnitten und dann haben sie eben, anstatt dass es dann eben genäht wird oder so, haben sie die Oberfläche dann gelasert, hat dann so ein bisschen gestunken, aber das ging dann recht schnell. Also das Lasern an sich, das war eine Sekundensache gewesen. Das ging wirklich ganz, ganz schnell. Und ja, dann habe ich so einen Druckverband sozusagen bekommen. Kann ich euch vielleicht auch nochmal ein Bild einblenden. Ich habe ein Foto gemacht, wie ich so direkt danach aussah. Den habe ich so 2 Stunden lang aber nur drauf haben müssen, weil es hat so arg geblutet. Da habe ich dann einen ziemlich festen Druckverband drauf bekommen. Und nach einer Stunde konnte ich das, was ihr hier gesehen habt, das konnte ich dann nach einer Stunde oder 2 Stunden, habe ich es drauf gelassen, durfte ich das entfernen. Und ja, dann habe ich ein normales Pflaster drauf gehabt. An dem Tag direkt durfte ich dann nicht duschen. Und ja, ab dem nächsten Tag konnte ich eigentlich schon alles machen, was ich wollte. Auch wieder duschen, habe ich auch gemacht, war alles auch okay, habe halt ein bisschen aufgepasst natürlich. Und habe dann auch kein Pflaster mehr drauf gehabt, weil es ja in der Luft einfach besser trocknet. Und dann, natürlich ist das ein bisschen eklig am Anfang und ich fand es auch nicht so schön, wie es aussah, aber man hat einfach doch eine, das ist eine ziemliche Verbrennung dann, man hat eine ziemliche Kruste da einfach gehabt, die einfach ja dann sehr hart und sehr groß gewesen ist
Und das sah einfach nicht sehr schön aus. Man darf ja natürlich aber nichts machen und dann nicht hinlangen und einfach warten, bis es von alleine sozusagen abfällt. Und das hat jetzt dann genau so 10 Tage gedauert. Und dann war es wirklich ganz locker und ist einfach abgefallen. Und dann war es zwar noch ein bisschen rot, aber es war schon komplett trocken. Es hat nicht mehr geblutet oder genässt oder gar nichts. Es war dann komplett trocken gewesen. Nur ist es noch so ein bisschen uneben und da war es noch ein bisschen rötlich. Das ist jetzt eine Woche her, seitdem es abgefallen ist. Und ich bin jetzt schon eigentlich super zufrieden, wenn ich es abdecke. Man sieht zwar immer noch die Stelle, an der es war, wenn man so direkt hinschaut. So auf die Ferne werdet ihr jetzt wahrscheinlich überhaupt nichts erkennen, denke ich mal. Aber man sieht es dann schon noch, wenn man näher dran ist. Und jetzt warte ich einfach mal ab, wie sich das die nächsten Wochen ja so noch entwickelt. Und wie gesagt, so in 5 bis 6 Wochen soll ich zur Nachkontrolle hin und dann schaut er mal, wie es aussieht, ob wir nochmal nachlasern. Dann hätte ich zwar den ganzen Act nochmal mit der Betäubung und dem Lasern und dieser Kruste, die ich dann da so 2 Wochen im Gesicht habe. Aber mein Gott, es ist ja im Gesicht, da will man ja auch, dass es dann gut aussieht und alles perfekt ist. Von daher war es mir wert. Ich hole euch jetzt vielleicht nochmal ein bisschen näher ran, dann könnt ihr euch das nochmal direkt anschauen. So, ja, hier könnt ihr es jetzt sehen, hier werdet ihr es ja auch erkennen. Hier war es gewesen und man sieht natürlich noch eine kleine Unebenheit. Es ist zwar, wenn man drüber langt, schon sehr flach, aber man merkt natürlich noch diese Unebenheit. Ich habe natürlich jetzt Make-up und Puder und so weiter drüber, weil darf ich auch machen, ist jetzt ja komplett alles abgeheilt. Und ja, also ich finde, man sieht es natürlich noch etwas. Aber ich bin damit schon wirklich zufrieden und es ist ja jetzt wirklich erst seit einer Woche abgefallen. Von daher warte ich jetzt einfach mal noch die 4, 5, 6 Wochen ab und gehe zur Nachkontrolle und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, so sehe ich aus. Ja, jetzt habt ihr das auch mal gesehen und wie ich vorher aussah und wie ich jetzt aussah. Und ja, dann würde ich sagen, war es das für heute. Ein kleiner Vlog. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt es mir in die Kommentare. Dann kann ich in den Kommentaren natürlich nochmal beantworten. Ich hoffe, ich habe eigentlich alles gesagt. Mehr war es nicht. Es war wirklich, ging ratzfatz und war wirklich gar kein Act gewesen. Hat nicht wehgetan und ja, ich bin super zufrieden damit. Schreibt es mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie ihr es findet. Wenn ihr Fragen habt dazu, vielleicht habt ihr ja auch solche Muttermale am Körper oder so, die ihr euch vielleicht entfernen lassen wollt. Und ja, was ich dann weiß, kann ich euch beantworten, natürlich sehr gerne. Und ja, dann verlinke ich euch jetzt nochmal hier mein letztes Video, das Haarvideo. Da zeige ich euch meine 2 so Standard-Styles, wie ich meine Haare immer so plätte und wie ich sie locke. Vielleicht habt ihr es noch nicht gesehen und könnt mal vorbeischauen, würde mich freuen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.